Für alle Fälle vorbereitet. Hitze und Dürre. Für viele ist der Sommer die schönste Zeit des Jahres. Doch die Hitzebelastung hat hierzulande stetig zugenommen. Es gibt immer mehr heiße Tage. Die Anzahl tropischer Nächte steigt. All das bringt gesundheitliche Risiken mit sich. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie sich schützen können. Erstens, Vorsorge. Sorgen Sie für ausreichend Getränkevorräte. Geeignet sind Mineralwasser, verdünnte Säfte, Kräuter- oder Früchtetees. Auch Lebensmittelvorräte sind sinnvoll. So können Sie bei Hitzewellen Einkäufe reduzieren. Sollte es aufgrund von Dürren zu Versorgungsengpässen kommen, sind Sie ebenfalls gewappnet. Wenn Sie regelmäßig bestimmte Medikamente einnehmen müssen, sprechen Sie frühzeitig mit Ihrem Arzt. Es kann sinnvoll sein, die Dosierung bei Hitze anzupassen. Machen Sie Ihr Zuhause hitzefest. Dunkeln Sie Ihre Räume ab und schaffen Sie auch draußen Schattenplätze. Zweitens, die Temperaturen steigen. Das können Sie tun. Lüften Sie direkt nach dem Aufstehen, wenn es noch kühl ist. Dunkeln Sie geschlossene Fenster ab. Ziehen Sie weite, leichte und helle Kleidung an. Ganz wichtig, das Trinken nicht vergessen. Am Ende des Tages sollten es mindestens 1,5 bis 2 Liter sein, kühl oder lauwarm. Meiden Sie Alkohol- oder koffeinhaltige Getränke. Sollten Sie das Trinken öfter mal vergessen, sind kleine Erinnerungshilfen sinnvoll. Sie wollen einkaufen? Legen Sie körperliche Betätigung möglichst in die frühen Morgen- oder späten Abendstunden. Wenn Sie gut vorgesorgt haben, verzichten Sie an sehr heißen Tagen besser auf den Einkauf und greifen Sie auf Ihre Vorräte zurück. Wenn Sie sich draußen aufhalten, tragen Sie eine Kopfbedeckung und cremen Sie sich gut mit Sonnenschutz ein. Meiden Sie die pralle Sonne und suchen Sie wann immer möglich den Schatten. Auf keinen Fall Menschen oder Tiere allein im Auto zurücklassen. Es besteht schon nach kürzester Zeit Lebensgefahr. Zeit fürs Mittagessen. Gemüse, Salate und wasserreiches Obst sind bei Hitze ideal. Salzhaltige Lebensmittel helfen, den Mineralverlust auszugleichen. Vermeiden Sie schwer verdauliche und fettreiche Gerichte. Sie brauchen dringend eine Abkühlung? Wasser ist ein kostbares Gut, das während Dürreperioden sowie unmittelbar davor knapp werden kann. Gießen Sie Ihre Blumen dann nicht mit Trinkwasser und verzichten Sie darauf, den Pool zu befüllen. Probieren Sie stattdessen ein kaltes Fußbad, Sprühflaschen mit Wasser, kühlende Körperlotionen oder halten Sie Handgelenke und Unterarme unter kaltes Wasser. Kalte Duschen erschweren dem Körper die Wärmeabgabe. Duschen Sie daher besser nicht kalt, sondern lauwarm. Ein Abendspaziergang? Gehen Sie im kühlen und schattigen Wald spazieren. Parken Sie nur auf ausgewiesenen Parkplätzen, denn bei Hitze und Dürre steigt die Waldbrandgefahr. Ein erhitzter Katalysator kann einen Brand verursachen. Im Wald außerdem tabu, rauchen, grillen und Feuer entfachen. Die Internetseite des Deutschen Wetterdienstes informiert Sie über die aktuelle Waldbrandgefahr. Zeit ins Bett zu gehen? Tragen Sie auch nachts nur leichte Bekleidung und verwenden Sie leichte Bettwäsche, um einen Hitzestau zu vermeiden. Unter notfallvorsorge-bbk.de finden Sie weitere Informationen und Tipps, damit Sie für alle Fälle vorbereitet sind.